Hallo und willkommen, das ist Minecraft The Invasion, Staffel 3. Es geht weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar, ihr seht ja hier, wir sind bei Wave 45. Wir rücken langsam unserer Bestmarke, kommen wir ein Stück näher. Und bei mir ist natürlich noch der Alex, der David, der Andi und der Nico. Ja? Guten Tag. Hey. Hallo. Hallo. Wenn ihr jetzt zuschaut, ja, wir sind hier in einem Wolkenkratzer, den wir gebaut haben. Aber es ist nimmer, also jetzt hier ist es noch okay, aber wenn wir weiter runtergehen, da hat das nimmer viel von einem Wolkenkratzer. Das ist eher schon ein Schlachtfeld, Leute, denn es besteht hier wirklich akute Lebensgefahr. Ja? Also es fehlen hier einige Stellen im Boden, wenn ihr da drauf tretet und seid unachtsam, dann kann sein, dass ihr da auf einmal 20 Blöcke tief fallt und seid tot. Von daher muss man schon aufpassen. Hier oben ist es jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber je tiefer wir gehen, desto mehr ist zerstört. Ja, also soll ich dir mal was sagen, Toni? Ich bin jetzt einfach mal so egoistisch und bleibe ganz oben, ja, weil der Turm da noch ganz ist. Und ich lebe viel lieber in einem Turm, in einem Bereich, der noch unbeschädigt ist, wie da ganz unten. Ich bin auf dem Dach, ich wollte mich gerade wundern, warum die Schilder nicht mehr beschädigt sind. Auf dem Dach des WTCs ist auch einiges los. Nico, Frage. Wenn du die ganzen Drops ausgestellt hast, heißt es auch, dass die Drops aussehen, wenn ich draufgehe? Ja, glaube, kann sein, bin ich mir nicht sicher. Das kann sein. Ist irgendwas Dickes oben. Das wäre ärgerlich. Irgendwas Dickes oben. Naja, da muss ich mich einfach gleich nochmal einkleiden hier. Nein, wo gehst du denn hin? Ich habe ihn nicht gerade beobachtet. Ey, da ist er. Also das Dach. Ich guck, wo mich der Aufzug jetzt hinführt. Ich höre schon viele Monster. Oh mein Gott, ist das hier? Nein! LOL, ach ihr Scheißspinnen, ey, es hat mich wieder unten nachgegeben. Ja, ich glaub nicht mehr. WTF, der Aufzug fährt bis runter. Ah, Bullshit. Oh! Oh, kurz. Nein! Ich fahr im Aufzug und die Monster warten auf mich. LOL, wie hier unten alle abgehen, die Scheißviecher. Monster! Wo bist du, Alex? Welches Stockwerk ist das? Das ist geflutet. Geil. Wie geflutet? Monstern geflutet. Sag uns mal eine Höhe, sag überall. Uns mal eine Höhe. Feuer, oh, fuck. Eine Höhe. Oh fuck. Oh fuck. Höhe 34. Okay, Feuer alle Höhen. Oh shit. Feuer im Treppenhaus. Oh shit. Feuer im Treppenhaus. Oh shit. Feuer in der Etage. Alle brechen durch. Ich glaube, ich sterbe. Ich auch, ich auch. Versteck dich irgendwo. Bleib, wo du bist, Alex. Bleib, wo du bist. Ich bin gerade in der Lobby und ich komme, glaube ich, nicht hoch. Durch die Decke durch. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, Alex. Ich bin Höhe 115. Bin gleich da. Ich bin Höhe 150. Wieso? Der Aufzug ist an einer Stelle kaputt. Leute, ich bin so gefickt. Woher kommen die alle? Eigentlich versucht sich zu verstecken. Schnell, wir haben Feuer im Treppenhaus. Im Treppenhaus ist Feuer. Leute, ich stecke im Aufzug fest. Ich hab hier richtig Besuch. Ich bin auch gerade ganz unten. Kann mir irgendjemand helfen? Was ist das für eine Beschädigung? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg, Leute. Haltet durch. Alter, ich werde dich wer ist denn da? Wer ist denn das? David, bist du das? Ja, ich bin ganz unten und Nee, Moment. Wer ist denn das hier? Nee, das bin ich. Du bist es. Wir brauchen deine Hilfe. Wie kannst du spenden hier? Verpisst euch! Ich mag alle Spenden! Alter, um mich zu killen, das gibt's gar nicht. Die kommen alle durch ein Loch dann. Das kann nicht wahr sein. Deswegen haben die dich auch schon überrascht. Die kommen dann auf einmal zu 10 durch die Decke. LOL. Das ist der Horror, Mann. Alter, das war ein Jumpscare gewesen. Okay, ich bin auf der Ebene 34. Was ist hier los? Ich kann 34 an alle. Ich dahin, spüre bitte. Es, ja. Ich hab ein halbes Herz und mir ganz unten. Kann mir noch jemand helfen? Ich wollte unser Treppenhaus. Ich weiß, komplette bitte Stromausfall. Alle, das sind richtig alle viele nach Mobs. Oben. Alle nach oben, bitte. Kompletter Stromausfall in der Ebene. Ah, die zerfetzen das Treppenhaus, Leute. Oh mein Gott. Wir sind vor Ort. Die wir sind spawnen vor Ort. Hier. Die müssen das Licht zum Gehen wieder zum Funktionieren bringen. Die spawnen hier drin, ich sehe es schon. Ich kann nicht damit rechnen, dass mich jemand mit einem Herz unten in der Lobby abholt, oder? Wir haben einen kompletten Stromausfall, Fallout. Die sind alle vor Ort, die sind alle vor Ort, Fallout. Verdammte Scheiße, Toni, wie konnte das passieren? Oh, hier sind zu viele. Feuerlinie. Oh mein Gott. Wir haben die Horrorsituation, wir haben den Worst Case, Leute. Ah, da ist auch einer. Da, die kommen dem Treppenhaus hoch. Die kommen alle hoch. Leute. Oh, scheiße. David. Oh mein Gott. Fuck. Nein, David, wie ist das passiert? Nein, David. Ich hab eine halbe Stunde gefragt. Leben, halbes Leben. Das war die falsche Waffe. Jetzt habe ich das Treppenhaus noch mehr kaputt gemacht. Oh mein Gott, nein. Da über uns ist einer. Oh mein Gott. Zieht euch zurück. Ich bin gleich tot. Hilf mir. Das Treppenhaus ist nicht mehr benutzbar. Ich hab noch zweieinhalb Leben. Komm mit mir mit. Flüchtet. Ich spring die Leute zurück hier. Andi, du musst mich covern, schnell. An alle hoch, geht nach oben.
Geht nach oben im Gebäude. Soll ich aufs Ganze gehen? Ja, schnell, wann schnell. Genau in unserer Lobby. Welche Ebene sind wir? Ist das, welche Stockwerk ist das? Oder was? Ich weiß es nicht, das Schild wurde gesprengt. Treppenhaus ist zerstört. Scheiße. Was macht der denn hier? Was? Ich hab keine Munition. Toni, geht das Licht noch in anderen Etagen? Geht das noch in anderen Etagen? Ich bin gefangen im Aufzug. Den anderen sollten es noch ja, ist noch an. Anderen Alter, Stockwerk. Wir werden hardcore überrannt. Mutter Maria, Jesus. Also das Stockwerk ist ganz brutal. Alter, die oberen Stockwerke sind auch langsam. Ruhe, könnt ihr mal in Ruhe jetzt mal einen Lagebericht machen? Was gibt's? Ich war nur gerade gestorben und alles und die ganze Kacke. Also, das Treppenhaus ist komplett zerstört. Auf Höhe 34. 34? Ja, 34. Ach so, das ist David, welche Etage? Null oder? Das weiß ich nicht. David, wir machen folgendes. Das ist das zweite Geschoss. Kannst du zu irgendeiner Seite kommen, wo nicht so viele Mobs sind? Ich werf die Blöcke runter. Ja, ich bin oben auf dem Dach gespawnt, ich gehe gerade runter, ja. Ach so, gut, das ist gut. Ja, ich nehme mir wieder neue Sachen und dann vertreibe ich ein paar Mobs. Ich hätte ja ansonsten Blöcke runtergeworfen für zum Hochstecken. Nee, ich habe vorhin gefragt schon, weil da war ich schon unten, aber irgendwie, ihr wart gerade alle beschäftigt und hat mich niemand gehört, dann habe ich mich kam der gegangen, Redstone? Ja. Und Redstone-Blöcke ich hab dich gehört, oder sowas? David, aber es war zu viel los. Ja, ja. Schlimm. Ich war ja vorne. LOL! LOL! Es sind Mobs über dem Nexus! Mobs direkt über dem Nexus! LOL, bitte was? Ja! Über dem Nexus? Ja, beim Nexus! Ich battle den gerade mit der Hand, aber. Scheiße. Sorry, ich meine. Verdammt, ich muss einen Relog machen. Boxen, ich würde alle gern, ich meine. Oh nein, ich krieg's auch nicht mit dem Relog wieder. LOL, Leute, wir haben einen verloren. Leute, ich glaube, das wird wohl die letzte Episode von The Invasions. Nein. Langsam zu nein, das werden wir nicht so crazy müssen. Nein. Okay, soll ich dir helfen? Soll ich dir helfen? Ja. Warte mal, Faust ich hab keine Power Spitzhacke. Warte, Achtung! Oh. Wieso geht der Block nicht kaputt? Warte mal, ich beschütze dich. Achtung! Das droppt nicht das We Zeug. Need this. Ich bin frei. Ich hab keine Impel-Ammo mehr. Oh! We sorry, tut mir leid. Leute, das ist jetzt, weil ich die Lobby vorhin aufgegeben habe, Alter. Die kommen jetzt alle aus der Lobby direkt hoch. Welche Ebene ist das? Ist das unter dem Ding? Ich gehe jetzt, ist hier vorbei. Jetzt reicht's. Welche Höhe bist du? Ich hab TNT. Nico, so, wir sprengen alles. Das eine Geschoss wird zerstört von mir jetzt. Sprengt alles weg. Alles weg. Der untere Teil des Gebäudes muss weg. Okay? Ihr habt Freigabe. Verstanden. Ihr habt Freigabe. Nein, aber dann fällt unser Licht aus. Das dürfen wir nicht zulassen. Oh ja, da müsst ihr aufpassen. Der Kern ist sowieso schon komplett. Das Licht brauchen wir, ne? Die Leitungen ganz zu lassen. Sonst spawnen normale Monster doch überall, ne? Hier überall, ja. Scheiße, ich hab keine Impel mehr. Ich brenne. Ich hab keine Impel-Emo mehr. Haben wir Glowstone, weil da können wir hier den Bereich im Nexus ausleuchten. Etwas Glowstone haben wir, ja. Nein, haben wir nicht. Ich hab keine Impel-Emo. Ich muss nach oben irgendwie. Wir müssen außerdem mal schauen, wieso Mobs von oben reinkamen. Oh Gott. Ja, die sind irgendwie hier durchgekommen. Ich seh's, ja. Alter, ich wollte fröhlich runter in die Lobby gehen und was ist passiert? Das kannst du vergessen jetzt. Okay. Also fröhlich runter in die Lobby gehen, das kann auch nur ein Witz sein, oder? So. Ja, ihr seid schon noch in der richtigen Episode. Ja, es war vorhin ein bisschen Action. Aber hier oben, wo der Nexus ist, da ist etwas so ruhig noch aktuell. Aber das verlagert sich mittlerweile nach oben schon etwas. Also, ich bin gespannt, wie lange es ruhig bleibt. Ich habe keine Impel-Emo, ich muss kurz nach oben, Alex. Da kommen neue Monster, die haben eine Brücke gebaut. Oh, nicht schon wieder eine Brücke. Wo haben sie die gebaut? Also, viertes Geschoss, also das dritte Geschoss ist komplett beschädigt. Geht nichts mehr. Man muss hier wirklich. Das Treppenhaus ist auch. Auf jedem Schritt aufpassen, wo ihr hintritt, ne? Nicht, dass ihr irgendwo durchfällt. Das ist gerade sehr. Das ist wie mit den Orks in Herr der Ringe. Die machen so, weißt du, so mit Belagerungsgeräten und so. Alter, ich brenne. Schade, sind nicht bei den höheren Stufen high. Oh, wir sind schon richtig high equipped hier. Ja, sorry, ich meine, jetzt muss man halt ein bisschen mit den schweren Sachen auffahren, ne? So ist es halt. Ach nein, die scheiß Türen sind schon wieder weg. Meine Fresse, wie ärgerlich. Ja, ich sehe es jetzt wirklich alles kaputt und bemüht, auch wenn ihr im Treppengeschoss, Treppenhaus kämpfen müsst, dass ihr den nicht zu Türen zieht. Also eigentlich? Weil die Türen können die noch aufhalten, ein bisschen zeitmäßig, aber wenn die sie angreift, dann machen die einen RAM-Angriff. Ist jemand gerade ganz oben in der Basis? Ich bin gleich ganz oben in der Basis. Ich will da nicht weil hin. Jemand kann bitte aus der Basis, dann müsst ihr irgendwo noch eine Tür rumflacken. Die runternehmen und dann vor der Verteidigungsetage. Ich hab keine Pickaxe, weil wir müssen nicht drüber. Ich werde mich drum kümmern. Aufstellen. Wo ist der Verteidigungsring? Oben ist freigesprengt die Etage. Elf ist Geschoss.
Oh nein, David, ich bin runtergefallen. Baumaterial. Das ist in einer gemischten Kiste. In einer gemischten Kiste ist es drin. Ist sie im Hauptraum oder im Nebenraum? Ich hab, warte mal, ich im Hauptraum. Licht reparieren. Okay. Ich nehme mal Zeug zum hier, lol. Also die Etage, die wir so halb gesprengt haben, die ist ja saumäßig überrannt von Spinnen. Lol, hier sind ja zigtausend Spinnen in dieser Etage. Lol, okay. Lol, wie süß. Sehr gut. Guck mal, ja, wir können Zoo aufmachen. Ist so ein bisschen langweilig, weil es nur Spinnen sind, aber... Lol, das sind kleine Spinnen. Ah, ich glaube, da war die Tür. Ouch. Der Nexo ist Level 46, oh mein Gott. Holy shit. Ich komme nach unten. Ja, ich glaube, was haben wir geschafft? 49, oder? Letztes Mal. Ich will lol. Da ist die Tür. Aber... Ich hab die Iron-Tür und ich habe auch einen Knopf zum BT-Tigen der Tür. Das haben wir. Aber Nebel wäre besser. Nebel habe ich keinen. Ich werde die mal anbringen, aber ich brauche jemanden, der hier oben ein bisschen Wache schiebt in der Zeit. Ich gehe wieder an die Front. So. Mein Gott, ich komme nach unten und ich bekomme die Frame Door. Wow! Könnt ihr mir Verstärkung schicken? Fünftes OG, ich glaube, ich komme goldene Äpfel brauche ich auch noch welche, shit. Okay, ich bin jetzt gerade in irgendeinem sehr beschädigten OG. Erstmal die Impel nachladen. Also eigentlich alles unter Stockwerk 11 zu verteidigen, beziehungsweise alles unter dem weggesprengten Stockwerk zu verteidigen, macht eigentlich keinen Sinn mehr. Ja, aber wir müssen versuchen, dass die weiter nach oben kommen. Die Mobs kleben überall. Scheiße. Alter. Verdammt, ich bin fast tot. Ich bin eingesperrt Minigun. Auf einer Toilette. Was? Selbst eingesperrt. Das ist interessant. Ich glaube, ich gehe drauf. Bleib da drin. Bleib da drin. Alles in Ordnung. Versuch die Toilette ist anzeigen. Sicher. Alter, ich gehe drauf. Nein. David, die Tür, wo soll die angebracht werden? Verteidigungsring irgendwo runter. Vor Verteidigungsring 11. So dass man nur reinkommt, also dass man die halt zerbrechen muss, die Tür. Im besten Fall halt irgendwie, what the fuck. Ja. Leute, ich sag euch, wo ich bin, ja? Ich bin auf Layer 34. Oh mein Gott, hier ist gar kein Stadtmaus. 34, auf der Höhe 4. Ja, ich bin ziemlich weit unten im Turm. Ja, 34 ist die kritische Ebene, da bin ich auch gerade. Oh, okay, ich komm zu euch. Jetzt um mich. Ich komme auch zu euch. Oh nein. Zusammen, Leute. Oh nee. Ja, fuck. Es gibt keine Möglichkeit für mich. Ich muss irgendwie einen anderen Weg suchen, um da rauszukommen. Ich brech durch jetzt hier. Ja, ich komme auch runter. Leute, hier bitte, wieder. Wir müssen den Teil alles. Wir müssen unter der. Oh Gott, unter Höhe 40 müssen wir evakuieren. Unter Alter! Diese scheiß fetten Pigmen, ohne Witz, die machen hier alles kaputt. Ja, weil hallo, die gehen halt ganz swag gechillt die Treppe hoch, ne? Und wenn man halt die sieht. Ja. Leute, es ist. David, die Wahrheit ist, es gibt keine Infrastruktur mehr unterhalb des Verteidigungsrings, wo ich die Tür anbringen könnte. Es oh gibt Gott, zum Glück bist da noch jemand. Du sollst ja nicht unterhalb, du sollst auf der Ebene des Verteidigungsrings vor die wo halt. Wo man halt hochkommt von der Treppe, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ein Stockwerk oben drüber. Jemand, der oben den Verteidigungsring so gesprengt hat, wir müssen den noch größer sprengen, okay? Das heißt, ja. Wir kommen jetzt. Holy fuck! Oh shit, okay, ich bin am Arsch. Lol. Wie sieht's eigentlich mit der Stromversorgung im oberen Bereich aus? Alles safe. Okay. Also hier unten ist echt alles ziemlich. Also ich bin der Meinung, wir machen hier mal eine Massensprengung. Ah, ich sehe euch beide. Hi, guten Tag. Aua. Servus. Ihr braucht Hilfe, oder? Bisschen weiter weg. Stacken wir uns hoch, Leute. Ach, ihr sprengt hier alles, oder was? Ja, ihr seid geil, ich hab keine Blöcke. Ich hab auch keine Blöcke. Okay, Nico, du sprengst. Hast zugebaut, ne? Ich seh schon. Pass aber auf, dass hier nichts gezündet wird schon, ne? Ja, ich pass auf. Das Problem ist, wir killen hier ein bisschen ein paar Sachen. Ich schrei ansonsten ganz laut. Leute, wir müssen. Ihr müsst nach oben kommen, okay? Andi, versucht die Stellung hier zu halten, ne? Dass die anderen, ich versuch denen zu helfen, dass sie hochkommen. Und dann bleibt ihr bitte oben, okay? Weil es ist schon verdammt gefährlich hier unten. Oh, ja. Oh, scheiße. Oh, fuck. Gott sei Dank war ich kein TNT. Also das Treppenhaus ist zerstört auf Etage 6. Ich bin jetzt gleich da und Etage? Etage 6, genau. Bin jetzt Etage 4. Ich finde keine Etage mehr. Ich versuche euch zu helfen. Okay? Seid ihr immer noch da unten? Also ich bin schon ein bisschen höher. Oh fuck. Das sind ganz viele. Oh fuck. Oh nein. Bitte mal nicht zünden. Ich brauch. Oh mein Gott, es wurde gezündet. Alle Alex. Weg hier. Wo? Welche Etage? Etage 4. Jo, dann bin ich safe. Lol. Okay, bist du? Ist nicht alles hochgeflogen. Lagebericht, ich bitte. Bin auf Layer 38. Ich versuche mich irgendwie extern hochzubauen. Ja, ich bin ein bisschen über dir, ne? Welche Seite, Alex? Welche Seite bist du? Richtig übel hier. Ich gucke.
Brauchen wir ein bisschen TNT, Leute, müssen wir uns gleich noch holen. Welche Richtung schaust Moment, du? Moment, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung ich schaue. Pack die jetzt hochzukommen, allesamt. F3, drück F3. Hier hinten ist er, Tony. Das, ich hier, guck hier Richtung hinten, Blaser, da unten. Tony. Ich guck ist Richtung Blaser. Hier. Oh mein Gott. Andere Richtung. Richtung Blaser. Ja. LOL. What? Überall! Alex, auf jeden Fall, Höhe 46 ist nicht safe. Versuch dich höher zu buddeln. Die alles kommen safe. Alle hoch, die kommen alle hoch, die spotten uns. Das ist fünftes Stockwerk, oh lol. Achtung, ein Stockwerk wird jetzt komplett vernichtet. Ja, ich kann hier nicht, ich muss den Weg bauen, Moment. Okay, Nexus wird attackiert. LOL. Der Nexus 90 AP. For real. Nexus, nein. Oh. Ist niemand da, Ja, wir haben verloren. Leute, hoch! Wir sind auf dem Weg! Schnell! Das Treppenhaus ist zerstört, ich kann nicht hoch! Alter, ich hab mich hochgeboostet! Alter. 65 HP! Jetzt reicht's! Ich bin mit dem 13. geschossen, ich muss noch einige hoch! Ich bin im Boden! Ich hab ihn offenbar, nein! Er wird immer noch gedamaged! Oh fuck! Der geht aber, der droppt ganz schön schnell, das sind viele, die den angreifen, das sind viele. 17. Das. 20. Das. Ich bin fast da. 40. 21. Da, scheiße, ich hab Besuch. Jetzt sind wir gleich da, wir sind gleich da, 22. ist er. Wir sind auch gleich oh da. Oh Gott, sind hier viele. Lol. Okay, es waren gar nicht wir so viele. Wir haben abgelassen, weil wir gekommen sind. Ja. Oh mein Fuck Gott. Me. Wir sind alle. Wir sind alle vor Ort. Wir sind alle ich komme jetzt, ich versuche nach oben zu kommen zum Nexus. Nach oben kommen. Verbarrikadiert das Treppenhaus. Ich spreng das Treppenhaus jetzt weg, okay? Welches? Wo? Scheiß auf welches? Die Leute. Ich spreng einfach alles, Mann. Unterhalb. Ich hab noch einen Hebel. Ich nehme eine gute Frage, David. Leute, ich gehe jetzt runter und werde dann hier irgendwo eine. Alles das ist Alex. Hallo, Alex. Wir nehmen einen Verteidigungsring. Wo kamen die her? Wo ist der Verteidigungsring, Toni? 11. Aber der ist nicht mehr existent. Gib den auf. Da ist alles hochgesprengt worden. Also, ich werde das Treppenhaus sprengen auf Höhe 100. Okay, auf Höhe 100 wird es gesprengt. Ist das in Ordnung für alle? Ja, ist in Ordnung. Okay. Ich muss das irgendwie hochkommen. Ich spreng das jetzt, ne? Ich vernichte die Lobby kurz. Ist es okay? Ja, ja. Toni, ich helfe dir. Nein, das ist zu wenig TNT. Wir sprengen alles, okay? Ich geh rein. Aber seid vorsichtig, ne? Weil das kann ganz schön nach hinten losgehen, wenn ihr aus Versehen ein TNT falsch platziert. Passt auf. Sollen wir das ganze Treppenhaus das ganze Etage sprengen? Das ganze Gebäude? Setz alles, was du hast, Mann. Setz alles, was ich hab. Okay. Verfräng die Scheiße raus aus unter, dem Gebäude. Alex, in der Decke kann sein, dass irgendwo Redstone ist, weil unter uns ist ja die Zwischendecke. Also welche Höhe macht ihr jetzt? Halt ihr einen... Höhe 100. Welche Etage ist das in etwa? Eigentlich, wir müssen Redstone legen. Ich habe ein Redstone-Kabel, können wir machen. Nein, die explodiert. Ich leg die so, dass die alle... Einfach Kettenreaktion. Okay, ich, ja. Alex, ich werde es alleine machen. Du wirst es alleine machen. Ich gehe ins Treppenhaus und halte die Stellung dort. Höhe 100. So, ich versuche mich jetzt nach oben zu bauen. Ich habe nur noch 24 Blöcke Wolle. Also das nächste Mal sind wir halt am Arsch, wenn es nochmal passiert, dass die durchbrechen zum Nexus. Das waren 60 HP. Weil circa niemand von uns oben war. Leute. Aber es ist klar, dass wir, glaube ich, kurz vorm Ziel sind. Was war unser Rekord? Wave 49, oder? Sowas um den Dreh, ja. In der Art, ja. Müssen wir auf jeden Fall abchecken. Ento, ich helfe dir gerade ein bisschen. Ich setze noch ein bisschen mehr, weil es wird nicht reichen. Ich habe noch eine Menge dabei. Okay, ich bin jetzt in dem... Oh mein Gott! Also im 14. Stockwerk wird ganz viel Redstone gesetzt. Wir sprengen das ganze Stockwerk. Die Redstone-Leitungen sind beschädigt. Wie ist die Stromleitung? Warst du überall? Warst du überall bisher? Ja, im 14. Stockwerk haben wir Strom noch. Okay. Warst du hier schon überall? Alex ist noch im Stockwerk, David. Pass auf, Alex ist noch im Stockwerk. Also ja, ich auch. Alles Goldene ist zerstört und freigelegt. Wir müssen uns beeilen. Ich versuch so lange wie es geht, das Treppenhaus freizuhalten. Ich baue es auch extra ein bisschen zu schon. Ja, du musst die Mobs abwehren, Alter. Wenn die da reinkommen und du tötest die und die legen Feuer, dann sind wir alle tot. Dann sind wir maustot. Ich weiß, ich baue hier zu schon. Okay, ich bin jetzt gerade auf Höhe 34, nicht. Das Stockwerk ist nicht mehr existent. Ja, du bist unter uns, du musst ganz schnell hochkommen. Ich versuche hochzukommen. Schon... Was, du bist auf 34? Ich bin auf 34, ich bin ganz weit hinter euch. Du hast die Treppenhaus schon zugebaut. Also 34 ist ein bisschen weg. Kein Problem, ich komme auf anderen Wegen nach oben. Hast du Blöcke zum Hochstacken zu Nord? Bitte, ich habe nur noch über ein Stack TNT, ich kann mich nur noch mit TNT. Okay, also ich komme jetzt, Tony, geh mal.
Gut, David, du bist da, Alex. Bist da. Du noch im Stockwerk? Bist du noch im Stockwerk, ich Alex? Ich bin noch im Stockwerk, ja. Komm raus. Komm her, komm, komm, komm an die Tür, wir schnell, sprengen schnell. Und gehen hoch. Alter, überall. Leg bitte Redstone. Und weil das Treppenhaus wird zerfetzt, ne, Leute. Also, wir müssen voll aufpassen. Okay, ich bin jetzt in einem Zelt. Hast du Redstone? Ich hab Redstone. Zieh du eine Leitung, ja? Zieh eine Leitung. Ich zieh eine. Ja, mein Lord. Warte. Hier, ich buddel dir was weg. Ich buddel dir was weg. Genau, genau. Sorry. Nein. Hier. Ich hab Damage gekriegt. Die spawnen auf. Warte. Hier, ich hab Blöcke. Ich bin im Moment. Treppenhaus. Ja, mal sehen, welche Ebene. Ich bin in dem Obsidian-Block gerade. Hat jemand einen Repeater? Ich hab. Scheiße. Repeater? Nee, ich hab keinen Repeater. Ich schwör, das muss einer zünden, da müssen wir rennen. Du hast. Ich hab ein Feuerzeug. Du hast noch vier. Ich bin auf dem Verteidigungsring. Kein Feuerzeug, Redstone. Das reicht. Jetzt halt. Mehr können wir nicht so. Ich bin jetzt gerade. Seid ihr fertig? Kommt hoch. Warte. Wir müssen warten auf ihn. Wir müssen warten auf Nico. Ich kämpf mich durch. Er ist gleich da. Wo bist du? Auf welcher Höhe? Ich muss durch diese Tür jetzt hier durch. Ich bin durch. 12. Welche Höhe? Mir ist ja nicht sicher, ob das Höhe geht. Ich mach das mal kurz. Höhe 91. David, kannst du hochgehen zum nächsten? Okay, läufst du übers Treppenhaus? Ja, Sekunde. Es ist abgeriegelt. Okay, komm, nice, danke. Komm raus. Okay, ich kannst du Redstone hier neu placen? Stopp, ich bin noch unten. Place das Redstone hier bitte neu. Sind alle außerhalb des Gefahrenbereichs? Ja, ich kann zünden. Zwei neue Lex. Alle nach oben. 2, 1, ich zünde. Oh shit. Rennt. Ich hab noch Damage gekriegt. Oh shit, ich auch. Wie viel Stacks? Holy shit! Oh mein Gott. Im 17. Obergeschoss ist das Licht ausgefallen gerade. Ja, wir haben kein Licht mehr. Im 17. Obergeschoss ist fest. LOL! Beleuchtung ist tot. An alle Alarmstufen. Was ein Krater. Oh fuck, eine, zwei, diese Leute, okay, gute Arbeit. Das ist auf jeden Fall ansehnlich. Wir sprengen weiter. Ich habe einen Strom-Repair-Kit. David, wir sprengen weiter. Okay. Ich kann den Strom reparieren. Ich habe noch TNT. Ich auch, ja. Du musst nur die Lichtleiter. Ah, was ist das? Ich versuch's gerade zu finden. Ich kann mich aber nur mit TNT aufsuchen. Oh nein! Was ist passiert? Oh mein Gott. Das ist nicht runtergedroppt. Scheiße, seid ihr noch alle da, ne? David ist unten. David ist runtergefallen. David, steck dich hoch. Ich mach was Riskantes. Wir müssen uns hier eine Plattform bauen. Ich mach was Riskantes, ja. Aber das können wir jetzt gleich benutzen. Wir müssen uns eine Plattform hier errichten. So, hi. Wir haben zwei Türme auf der Nordseite. Das können wir anzünden, ne? Willst du es anzünden? Dann choppt sich das nach unten, oder? Andi ist also nicht alle, aber... Ich, ne? Warte, wir können... Hast du ein Feuerzeug? Warte, okay, ich kann... Dann haben wir einen Keeper oben. Warte, ich mach so. Ich bin auf der Base, also auf der Basis. Und das Licht ist wieder hergestellt. Achtung, ich zünde. Wird gezündet bereits. Es wird gezündet. Ah. Okay, das Licht ist wieder ganz. So, David, wir machen das so. Oh, fuck. Es wäre halt gut irgendwie, wenn wir jetzt hier... Also wir brauchen jetzt hier eigentlich wieder ein bisschen Übersicht. Also ich werde auch mal durchgehen und die gesamte... Also warte, ich werde nächste Etage nehmen... Und hier alles andere wegkriegen, okay? Ist unten jemand? Nee, oder? Nee, keiner mehr. Toni, ich werde die gesamte Etage hier wieder wegmachen, dass wir eine Übersicht haben, wer hier durchkommt, okay? Okay. Achtung, ich sprenge. Strom im Nexus ist wieder hergestellt. Ich sprenge, Achtung. Da noch ein bisschen. Ja, Strom auf alles der klar. Etage ist wieder da. Gut, sehr gut. Wie kann es eigentlich sein? Habt ihr es repariert? Ich habe Fackeln platziert, Redstone-Fackeln. Gut, weil wir haben hier im 17. OG ist immer noch Stromausfall. Ist auch kein Wunder, die Leitungen sind ja durchtrennt. Da sind einige sehr, sehr hohe Türme, Leute. Kann bitte jemand von außen oder von oben? Welcher? Kann jemand bitte draufschießen mit Explosiven? Norden. Ja, kann ich machen, einen Moment. Da sind einige sehr hohe Türme. Könntet ihr schauen, Norden, dass okay. Die bitte irgendwie in Schach gehalten werden, weil da kommen garantiert wieder Mobs von dort und werden den Nexus betreten. Pickaxe. Und ohne, dass wir was merken, ist das wieder blöd. Materialien, Gewehre, ich hab den Spawnpunkt beseitigt. Kleidung, Munition. Auf Etage 20. Lol. Klassische Ausrüstung. Ja, 20 habe ich. Leute, haben wir noch Spitzhacken? Wo waren die Spitzhacken nochmal? Leute, es ist viel passiert in der Episode und die Zeit ist verdammt schnell vergangen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Aber ich glaube, wir sind schon lange dabei. Die Frage ist, was in der nächsten Episode passiert. Geht's zu Ende? Geht's weiter? Das ist die Frage, die wir uns stellen, ne? Mann, ging die Episode schnell vorbei. Krass. Dann würde ich sagen, dann hören wir an der Stelle auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr spannend fandet, dann gebt ein Like. Vielen Dank für den Support. Wir haben auch vor, für die nächste Staffel, die dann auch irgendwann kommen wird, früher oder später, haben wir dann vor, dass wir in einer höheren Wave schon einsteigen. Also, dass wir dann nicht die erste, zweite, dritte machen. Das ist ja am Anfang schon ein bisschen lame.
Sondern da kann man schon mit der Wave 20 schon locker bestimmt einsteigen. Und dann ist auch die Challenge schon von Anfang an ein bisschen größer. Wenn ihr wollt, schaltet das nächste Mal wieder ein. Und zwar bei uns, bei Toni der 85 oder bei Quantum Nanox. Macht's gut und haut rein. Ciao. 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 Ciao.